mal klein, mal groß, ob aus Metall, Plastik oder Holz, Löffel gehören zu den ältesten Werkzeugen der menschlichen Gesellschaft. Was liegt bei solch hoher Symbolkraft näher, als eben dieses Esswerkzeug auszuwählen, wenn man auf Mottosuche für die anstehende Bundesgartenschau in Heilbronn ist? Leben schmecken lautet die Wortschöpfung des ökumenischen Projektteams. Damit wollen die Kirchen zur Buga 2019 in einem 1000 Quadratmeter großen Garten den Menschen die Vielfältigkeit um das Thema Ernährung näher bringen. Wir sind im Kindergarten Au im Heilbronner Norden. Das ökumenische Projekt wird von evangelischer Seite unterstützt von Pfarrerin Esther Sauer. Heute bringt die Projektleiterin einen knapp 2 Meter langen Löffelrohling für die Kinder vorbei. Der Antrieb für mich ist, dass ich einfach viele Menschen mitnehme, dass ich viele Menschen dafür begeistere und dass es eben nicht sozusagen von mir allein ist oder von, wie Sie sagen, von einem Ausschuss, von einem Gremium, sondern dass einfach ganz viele mitgenommen werden und sich auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise einbringen können. Kinder eben zum Beispiel, indem sie einen Löffel gestalten. Und genau das machen die Kinder der Marienkäfergruppe. Denn bevor die überdimensionalen Löffel das Buga-Gelände bereichern, setzen die Kinder ihre Kreativität ein. Es wird gemalt, gepinselt und gestaltet. Somit schafft man bereits jetzt eine Verbindung zum Ereignis im kommenden Jahr. Erzieherin Petra Herle führt die Kinder spielerisch an aktuelle Fragen und schafft damit ein Bewusstsein für Schöpfungsthemen wie Ernährung, Nachhaltigkeit und rücksichtsvollen Umgang mit den Ressourcen. Das hat einfach was Verbindendes und wir wollen einfach auch hier den Kindern verschiedene Erlebnismöglichkeiten bieten. Und da gehört auch für uns einfach dazu, über den Tellerrand hinausschauen und zu gucken, was passiert sonst noch alles hier im Kreis oder hier in unserem Umfeld besonders. Ernährung belegt eine breite Themenvielfalt und ist für die Zukunft der Menschheit von großer Bedeutung. Die Kirche stellt sich dieser Verantwortung und arbeitet gemeinsam mit Eltern und Kindern daran, dass der Schöpfungsgedanke weiterhin im Bewusstsein verankert bleibt. Und dazu ist eine Bundesgartenschau der ideale Ort. Die Aktion braucht noch ehrenamtliche Helfer. Weitere Infos unter www.kirche-buga2019.de.